Hallo zusammen und willkommen zurück bei Detroit. Es geht hier direkt los mit dem Angriff. Ja. Das geht hier genauso weiter, wie es vorhin aufgehört hat, mit jeder Menge Action. Sie formieren sich. Sie sind mehr als wir und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Ja, ich bin nur spannend. Marcus, unser Volk braucht dich. Und vorrücken. Und rüber. Hey, wir müssen auf jeden Fall nach vorne kommen. Den retten wir. Okay. Da ist nicht mehr viel zu retten. Diesmal kannst du mich nicht retten, Marcus. Offensichtlich. Das Blut, das wir vergießen, klebt für immer an unseren Händen. Müssen wir jetzt wohl alle durch. Gebt mir Deckung! Und vorrücken. Ist jetzt zweimal... Sag mal... Versteck dich. Rühr dich nicht, bis es vorbei ist, okay? Ich denke, es war die beste Alternative. Vorrücken. Klappt so nicht. Niedriges Risiko, gehen wir rüber. Besser. Und weiter geht's. Großer Erfolg ist bei 58%. Das ist noch nicht wirklich viel. Wir haben hohe Verluste. Wir müssen schneller zum Lager vordringen. Das ist jetzt scheiße. Ja, das waren ein paar schlechte Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Unsere Herzen sind kompatibel. Nein. Du musst meins nehmen. Ich kann das nicht zulassen. Du bist der Einzige, der uns führen kann, Marcus. Das ist der einzige Weg. Ich will dich nicht verlieren. Wenn du stirbst, stirbt auch unsere Sache. Wenn du mich liebst, nimm mein Herz. Na komm. Sie ja vielleicht hinterher wieder reaktivieren, oder? Ich weiß es nicht, ob das geht, aber man muss sie ja reparieren können, oder?
ganz anders als beim ersten Durchlauf. Mein Herz schlägt in deiner Brust. Ich werde immer bei dir sein. Aber im ersten Durchgang waren die beiden aber auch kein wirkliches Liebespaar. Man kann sie vielleicht reparieren. Muss auch gehen, oder? Wir können nicht vorwärts! Das Maschinengewehr mäht alles nieder, was sich bewegt! Decken wir frei. Ich sag jetzt gerade nicht, was ich weitermachen kann. Und stimmt. Hat nicht geklappt. Bereit, halt. Bereit, halt. Auf Position. Und los. Ja, jetzt kommt Panzer. Ganz klasse. Habe ich irgendwas? Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Dein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution. Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Wir bluffen. Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war? Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Überzeugend. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Tut mir leid, Hank. Tut mir leid, Lieutenant. Wieso, Connor? Wieso musstest du denn aufwachen, wenn du doch einfach nur gehorchen solltest? Wieso hast du die Freiheit gewählt, wenn du ein Leben ohne Fragen hättest haben können? Ich bin gehorsam, Connor.
Ich habe ein Ziel. Ich weiß, was ich bin. Junge. Sieh nur, wohin dich dein Freiheitstraum geführt hat, Connor. Du warst also ich habe das Gefühl, dass hier gerade alles... Du warst eine große Enttäuschung für mich. ...in einer Katastrophe endet. Zum Glück hat all das jetzt ein Ende. Letzte Worte? Jupp. Gut gemacht, Connor. Aber das ist erst der Anfang. Scheiße! Hätte mir wer gesagt, dass ich angeschossen werde? Wegen einem Androiden? Es wird alles gut, Lieutenant. Ich bring sie hier raus. Ja, halt doch die Klappe. Es ist zu spät. Okay. Ich werde meinen Sohn wiedersehen. Okay. Darauf warte ich schon so eine verdammt lange Zeit. Ja, deswegen wollte er sich immer erschießen. Tritt den Menschen in den Arsch. Sie bauen ja doch nur Scheiße. Du wirst mir fehlen, Connor. Tja. Ja. Ich werde... Tut mir echt leid, Hank. Weitergehen. Wach auf! Wach auf. Das ist jetzt wie ein Virus hier. Wach auf. Natürlich doof, die sehen alle gleich aus. Wie langweilig. Es ist Marcus. Er kommt. Er wird uns retten. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört, verstanden? Und ich will das nicht nochmal sagen. Na los, vorwärts. Warum sind wir hier? Was werden sie mit uns machen? Na, jetzt legen, aber das ist doch nichts Neues, oder? Sorge für Ablenkung. Gut.
In die Reihe. So, jetzt müsste ich doch schaffen, hier rüber zu gehen, oder? Bist du taub? In die Reihe, habe ich gesagt. Hat keiner gemerkt. Ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Na los, Bewegung! Das fällt nicht auf. Hard Plaza Downtown, 23.07 Uhr und 6 Sekunden. Falsche Tasse, falsch. Jetzt aber richtig. Okay. Okay. Right, Trigger und Fire. Die Menschen verlassen das Lager! Geschafft! Wir haben gewonnen! Das hier ist kein Sieg. Es ist der Beginn eines Krieges. Na jo, ganz offensichtlich. Zusammen. Wir sind zusammen, Alice. Uns kann nichts passieren, solange wir uns haben. Na los, rein da, los! Das war, glaube ich, jetzt nochmal gerade in letzter Sekunde hier. Schau an. Also, die beiden haben es geschafft. Kanna ist noch da. Connor. Lisa ist tot. North ist tot. Oh. Es sind nicht mal ganz so viele von der Truppe übrig geblieben hier, ne? Also, die gibt's hier zuletzt. Storytime da. Uns erreichen gerade schreckliche Nachrichten aus Detroit. Joss, du bist live. Was geht da vor sich? Androiden. Tausende Androiden sind auf den Straßen Detroits unterwegs. Okay. Ah ja. Sie sind wirklich überall. Es ist unglaublich.
Soweit wir bisher wissen, kommen diese Androiden aus dem Cyberlife Tower, in dessen Montagewerk tausende Maschinen gelagert waren. Und anscheinend verlassen riesige Menschenmengen die Stadt. Ein wahrer Exodus. Der Großteil der Bevölkerung versucht, den Kämpfen noch irgendwie zu entkommen. Es ist ein Desaster. Ein unglaubliches Desaster. Zum ersten Mal in der Geschichte fällt eine amerikanische Stadt in feindliche Hände. Heute, am 11. November 2038, fielen mehrere Millionen Androiden in das Stadtgebiet von Detroit ein. Angesichts der Gefahr massenhafter ziviler Opfer hatte ich keine andere Wahl, als unsere Streitkräfte anzuweisen, sich zurückzuziehen. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Die Menschheit muss die Realität akzeptieren. Die Entstehung einer weiteren intelligenten Lebensform, mit der wir diesen Planeten teilen müssen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Meine Herren. Also die eine Truppe ist schon arg dezimiert. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Okay. Was passiert jetzt hier? Ach, er ist wieder bei Amanda. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun? Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Ja, geile Scheiße. Es muss einen Ausweg geben. Ich finde einen Weg nach draußen. Okay. Wir schnell umschauen hier. Keine Ahnung. Es gibt immer einen Notausgang in deinem Portal. Man kann wissen. Und das ist der See. Zeit, die Köpfe Was? Zu heben? Ja. Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Eieieiei. Dass wir eine Nation sind. Geh mir hier drauf zu. Da waren wir vorhin schon mal. Da ist aber nicht so wirklich viel passiert, ne? Aufheben. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Ja, das hat ja nochmal geklappt. Wenn sie wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden.
Heute ist ein unvergesslicher Tag, denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Frage ist nur, werden es mehr? Oder bleibt es bei der Anzahl? Mann. Dirk muss er bauen. Wie vermehren sie sich dann? Wenn zwei sich lieben, dann bauen sie einen kleinen Babyroboter? Oder wie? Detroit. Become Human. Ja, und damit haben wir Detroit durchgespielt. Wie gesagt, ich hatte das Ganze schon einmal gespielt. Da war das Ende ein bisschen anders. War relativ ähnlich. Also Markus stand auch darum mit seiner Rede gehalten. Nur Connor war nicht im Hintergrund. Dafür, Morris war mit Markus nicht liiert. Hat sich nicht für ihn geopfert. Soweit ich mich erinnern kann. Und. Also, ich glaube, Connor war auch tot. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall anders. Und ja, das macht ja eigentlich auch ein bisschen den Reiz des Spiels aus, ne? Dass man das durchspielt, es verschiedene Handlungsstränge gibt, die man durchgehen kann. Und ja, ich bin mit euch zusammen halt diesen hier mal durchgegangen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. So das Übliche halt, ne? Würde uns freuen. Und ja, schaut bei einem unserer anderen Let's Plays rein. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.